Schneit. Hallo, wir frühstücken jetzt. Ist ja richtig schön. Sieht gut aus. Wir haben hier ein paar Früchte, dann Aufstriche, Nusspli. Ja, magst du mehr Nusspli oder Nutella? Keine Ahnung. Ich habe in einem Vlog mal gefragt und die Meinungen war echt geteilt. Aber viele haben auch geschrieben, Nusspli schmeckt wie vergammelt in Haselnuss. Ja. Das waren wahrscheinlich Mitarbeiter von Nutella, die das geschrieben haben. Brötchen? Juli und ich sehe so fertig aus. Ich habe, glaube ich, noch so Restschminke oder so unter den Augen. Deswegen sehe ich so fertig aus. Oder vielleicht liegt es auch daran, weil ich gestern richtig lange Videos geschnitten habe. Juli und ich sind gerade im Kinderzimmer und bauen das Kinderbett auf. Wir haben von Comfort Baby nämlich so ein Set bekommen. Das ist so ein 15:1 Babybett. Das kann man... Ja, okay, ich hab's okay. Wasch aus. Man kann nämlich aus diesem Babybett 15 verschiedene Möbelstücke quasi bauen. Man kann ein Beistellbett machen, man kann ein Babybett machen, kann ein etwas größeres Babybett machen, man kann eine Wickelkommode draus bauen, ein Kleinkindbett, ein Laufstall. Wie nennt man das eigentlich richtig? Laufstall, doch. Ist das doch ein Laufstall? Okay. Das hört sich an, als wäre das für ein Tier, weiß ich. So, jetzt noch die andere Seite. Und ja, das bauen wir jetzt mal auf. Und noch vieles mehr, also das weiß ich jetzt gerade nicht alles. Aber ihr könnt ja mal gucken, bei denen auf der Instagram-Seite, da haben die alle Varianten auch gezeigt. Und zwar heißen die hier Comfort Baby. Hast du einen Schrauber? Ja. Brauchst du den? Nein, mach. Ist fertig. Also an sich ist es eigentlich nicht schwer aufzubauen. Man muss nur durchblicken, welche Teile gemeint sind, weil das ist nicht so gut erklärt auf der Gebrauchsanweisung, finde ich. Also die ganzen Schrauben sind auch einfach alle zusammen in einer Tüte. Das heißt, man muss halt wirklich jede einzelne Schraube so irgendwie versuchen auseinanderzuhalten. Ich hoffe, wir haben es richtig gemacht. Und die Teile auch, also und die ganzen Gitter muss man auch auseinanderhalten. Aber das geht eigentlich. Das ist jetzt nicht so schwer. Wenn wir es hinkriegen, dann kriegt das, glaube ich, jeder hin. So sieht jetzt das Bett fertig aufgebaut aus. Da fehlen aber noch einige Sachen. Aber wir haben keinen Plan, wie man die dran montiert. Da muss ich mich noch erkundigen. Wir werden das jetzt mal... Ja. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich gerade erwischt habe. Und zwar... Also, nochmal. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich gerade gesehen habe. Ich war gerade in meinem Zimmer und habe Insta-Stories gemacht. Auf einmal höre ich so einen lauten Knall und sehe, dass die Tasche hier unten ist. Und der Mülleimer hier umgefallen. Und da dachte ich mir so, hä, warte mal, gruselig. Und dann gucke ich hoch und wer meine Insta-Story gesehen hat, weiß schon Bescheid. Ich gucke hoch und da war einfach Milas Popo. Ich blende euch einfach mal die Insta-Story ein. Wow, Mila. Was wird das? Warst du so excited, in den Kinderwagen zu klettern? Hallo? Echt jetzt? Dein Ernst? Und jetzt ist sie einfach da drin. Warte kurz. Warte mal. Mila? Du Opfer? Mila! Oh Gott, Alter, was ist das? Mila, du bist so cute, aber auch gleichzeitig so ein Opfer. Warum ist sie so? Mila denkt sich so, ey, schön, dass ihr die ganzen Sachen für mich kauft. Ich probiere sie gleich mal aus. Weil wir sie immer Baby genannt haben, aber
Sorry, Mila, du bist nicht das Baby mehr im Haus. Bald wirst du ersetzt. So ein Schlawiner. Ich habe gestern übrigens ein Video gedreht und war sehr unzufrieden mit dem Video, weil das Licht einfach so scheiße war und ich wollte es gestern eigentlich schneiden und heute hochladen. Aber ich fand es komplett scheiße. Deswegen wollte ich es heute nochmal drehen und habe gerade alles vorbereitet und so. Kamera lädt gerade auf, also der Akku. Und ich glaube, ich finde es aber schöner, wenn ich das zusammen mit Leo drehe, weil das ja unser Zimmer ist. Deswegen glaube ich, warte ich noch auf Leo. Da müsste eigentlich auch bald zu Hause sein. Wenn ich dann drehen wir es einfach mit Licht. Also ich glaube, ich finde es aber schöner, es mit Leo zu drehen. Ich zeige euch mal mein Outfit. Ich liebe den Pulli hier, den habe ich neu. Den habe ich von ASOS bestellt, der ist von Monki. Und ich finde den Kragen voll schön. Der ist eigentlich voll simpel, einfach in rosa, aber ich finde den Kragen voll cool. Hihi. Und die Hose habe ich auch schon jetzt etwas länger. Und zwar ist es hier so, wie so eine Kolotte, ist es eigentlich nur in Jeansform von Levi's. Und genau, falls jetzt Fragen kommen, ob ich immer noch Sport mache. Ich habe es seit der Laserbehandlung habe ich damit aufgehört, weil ich habe nachgelesen im Internet, ob man das darf, weil das ist ja alles so voll strikt und so wegen Bakterien, dass ich da keine Bakterien und so an mein Gesicht lassen soll und alles desinfizieren. Desinfizieren? Ja. Und das mache ich auch fleißig und ich dachte dann, wenn man halt schwitzt, ist es ja auch, wird es halt auch dreckig. Wisst ihr, was ich meine? Und habe es dann gegoogelt und da stand, wenn man halt eine Laserbehandlung macht, sollte man Sport vermeiden. Aber ich war mir jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig sicher, deswegen schreibt mal eure Kommentare, also was ihr dazu denkt. Ja, weil ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil ich ja eigentlich bis März ein Ziel hatte. Irgendwie sind gerade keine Fortschritte da. Aber letztes Jahr, als ich abgenommen habe, während der Dombra-Zeit, das war ungefähr der gleiche Zeitraum wie jetzt, da hat sich am Anfang noch nichts getan, aber dann gegen Ende dann. Also erst später. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich noch was tut bis März. Ich habe ja noch einen Monat Zeit. Und ich habe heute einen Lippenstift von der Gigi Hadid Maybelline Kollektion. Das ist so ein Rot-Orange. Am Anfang war das ein bisschen ungewohnt, aber jetzt finde ich es eigentlich ganz cool. Und jetzt warte ich mal auf Leo und so. Das Video ist auf meinem Kanal online. Schaut auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Infobox. Ich glaube, das geht. Ich bin Scheibenwischer mag. Ja. Schnell. Okay. Anna-Maria. Ich habe gerade ein Kind vorbeigelaufen oder habe ich dir gerade eingebildet? Weiß es nicht. Ach, das ist Schnee. Ah. Einmal steht ein Kind. Mit dieser. Das denke ich, das ist jedes Mal so. Geh wieder hoch. You say you can live without me. So why aren't you dead yet? Why are you still breathing? Why? And you say you can live without me. Tell me what you like and it's never gonna change. For you and what you wanna do. And I'm not going home with you. I'm not on shopping, no games. Tell me being a fool, can you give me my chance? Cause I do what I wanna do. I mean, what's the situation? I've been racking on my brain. Just want some answers if I ask you. But I know you'll never say it to my face. Been running my whole town, making a fool of me now. Tell me. Sieht so blass aus. Ja. Ist da jemand nach Hause gekommen? Von deinem Jungswochenende? Ja. Schön. Du bist nass. Ich war auch im Schnee. Dich lieb.
Und dich auch lieb. Du kleine Banane. Schmeckt süß. Wie Eiscreme mit Sahne. Ey, du kleine Melone. Das ist unser Hochzeitslied. Ja, kann's werden. Und du kommst in Bananen-Kostüm und ich bin die Eiscreme mit Sahne. Ja. Das wäre voll geil, so kommst du raus und unser Hochzeitstand dann so, du singst dann, hey, du kleine Banane. Dann tanzen wir zusammen. Du schmeckst so süß wie Eiscreme mit Sahne. Hey, du kleine Zitrone. Melone. Oh, Melone. Ja, wir haben voll coole Schneebilder gemacht. Zieht ihr dann mal seinen Instagram-Account? Check my Insta. Check my Insta, plug and subscribe. Plug. Oh. Das sagen die Amis immer so, plug the merch. Keine Ahnung. Sag jetzt Sachen von denen, das weiß ich. Keine Ahnung, ich kenne kein Englisch. So, Kat und ich waren gerade Fotos machen im Schnee. Eigentlich wollten wir zu unserer Mutter fahren und einen Schlitten holen, weil wir gesehen haben, dass bei uns in der Nähe so ein riesiger Hügel ist, wo alle Schlitten gefahren sind. Dann dachten wir so, eigentlich schon voll Bock, aber dann war es uns doch zu kalt. Wir waren nicht richtig angezogen, weil es sah echt mega cool aus. Wir sind, ich bin schon richtig lange nicht mehr Schlitten gefahren. Ich glaube, das letzte Mal vor locker 10 Jahren. Du hättest jetzt aber auch nicht Schlitten gefahren. Hä, warum? Hey, die Leute sind auch krass. Schwangerschaftsbauch und so. Guck mal, wir haben echt coole Bilder gemacht. Ich zeig dir mal unsere coolen Bilder. Boah, krass. Auf jeden Fall essen wir jetzt gleich was. Chili con carne mit Brot und Salat. Wir haben jetzt das Hoverboard ausgepackt. Und ich fahre jetzt die ganze Zeit da rum und warte auf Paddy, Dennis und Katrin. Bin mal gespannt, ob sie Milo mitnehmen. Weil wir haben uns zum Serienschauen verabredet und werden wahrscheinlich heute Abend Riverdale halt auf jeden Fall angucken, weil heute machen wir ein Live-Binge-Watch-Wochenende mit euch da draußen. Wer eingeschaltet hat, der war dabei. Und das ist aber erst um 21 Uhr und um 19 Uhr wollten wir uns eigentlich treffen, um auch vorher halt noch andere Serien anzuschauen, aber die sind noch nicht da. Und so lange fahre ich auf diesem Hoverboard rum. Ja. So, wir hatten jetzt gerade unser Netflix-Livestream und haben die 12. Folge von Riverdale geguckt. Wir haben es eigentlich nicht richtig geguckt, wir müssen auf jeden Fall nochmal nachschauen, weil wir haben die selber noch nicht gesehen. Genau, wir schauen jetzt die Zimmer an. Da ist Mila. Geh weiter. Nein. Gibt es den auch bei Ikea? Ja. Ja, der ist von Ikea und das ist von Ikea. Wow. Ja. Das feiere ich übelst. Ja, voll geil, weil kann man so Sachen auch reinmachen, gell? Ja, Decke und so, ja. So ich auch holen. Vor allem kannst jetzt geht das Anstarren wieder los. Und ich umziehen. Ja. Was? Übel. Das macht man voll aus, also man sitzt. Die macht direkt. Die faucht. Die möchte es nicht. Ja, die faucht. Ja, die faucht. Ohne Ton, gell? Nur. Ja. Genau. Doch, schön hast du es gemacht. Mhm. Und da fällt immer Mina dran. Milo. Der guckt immer so komisch von der Ecke. Milo. Ich hab Stuck auf. Ich hasse Schluck auf. Leo und ich sind jetzt im Bett. Und ich habe hier gerade die ganzen Szenen, die wir gedreht haben heute. Das Video kommt dann morgen auf meinem Kanal online. Ich hasse Schluck auf. Keiner mag Schluck auf. Und genau, ich schneide morgen weiter, weil der Herr hier. Sagt er sich hier, kann ich schlafen, wenn du schneidest. Das ist an der Aussage schlimm. Muss halt aufstehen morgen früh. Du nicht.
Ja, hab ich gesagt, ja, dann gehe ich halt raus. Ich würde mir aufstehen um 8. Ja, um 8. Das passt. Weil ich muss nämlich Mama nämlich morgen früh zu Physio fahren. Zu früh? Genau, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Deswegen, wir sehen uns morgen. Tschüss. Gute Nacht.